Na, wartet. Wenn ich euch kriege. Ich würde sagen, wir ziehen es bis hierhin. So, damit wir nicht weiter gestört werden, mache ich da jetzt eine Wand hin. Tschüss. Immer diese Interrupter hier. Also so hoch müssen wir es auf jeden Fall ziehen. Damit wir eine Ebene haben. Nach unten in die Erde kann man immer bauen. Das ist nicht so wild. Hier brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ich muss immer aufpassen, dass ich auch Hintergrund baue. Dass mal irgendwann irgendwie was durchfällt. Und dann wundert man sich so, hä, warum? Und dann merkt man erstmal, dass man da eine Lücke hatte. So. Das war zweilagig. Genau. Dann nehmen wir Bauholz. Reicht das ungefähr? Ja. Und da war es auch schon leer. Ein bisschen Holz haben wir gefarmt. Wir haben 200. Müsste erstmal für einen kurzen Moment reichen. Muss mir dann noch unbedingt noch ein bisschen was anbauen an Holz. Definitiv ja. Wie viel können wir maximal? 200. Dann machen wir mal 50. So. Machen wir bis hier eigentlich nur. Und hier können die zwei rein weg. Präzisionsbauen hier, ey. So. Das läuft. Dann kommt der eine hier noch weg. Da müssen wir mal noch wieder ein bisschen Zaun hinbauen, wenn wir Zaun bauen können. Deswegen habe ich die mit. Ja, nice. Bauen wir uns jetzt erstmal das, was wir haben, hier auf. Den Teleprojekt aktuell nicht. Hatte ich nicht mal Lagerfeuer? Nein? Okay. Stimmt. Falscher Char. So, nehmen wir das Lagerfeuer. Mach es uns gemütlich. Kochen wir uns erstmal was. Damit wir nicht verhungern. Und es wird schon wieder Tag. Ja, lol. So, ein bisschen Hühnchen. Das ist die Welt in Ordnung. Brauchen wir noch die hölzerne Bergbank. Und Gärtner brauchen wir auch noch. Dann muss ich da unten mal noch ein paar Bäume pflanzen. Und mir eigentlich am besten noch eine Treppe bauen. Oder wenn es ein paar Stufen. So. 16 Saat haben wir. Ja, das müsste eigentlich gehen. Können die nämlich wachsen. Da haben wir immer Baumaterial. Zumindest habe ich das bei Stardew Valley gelernt. Hier, da haben wir alle. Geht hier halt die Erde aus. Aber das macht nichts. So, ich brauche eine Tür. Die Switch halt ist gerade komplett. Es ist halt immer. Eigentlich müsste man hier runter switchen und komplett auf Bauen machen. Und dann eine Leiste komplett mit. Können wir eigentlich mal machen.
Komplett mit Bauen machen und eine Leiste komplett für Combat, also fürs Kämpfen. Da hat man auf jeden Fall viel von. War es eine Reihe? So. Dann haben wir eine Tür. Gut, dann machen wir uns noch ein Dach, damit es dann nicht so sehr reinregnet. Die Höhe brauchen wir es eigentlich nicht. Wir machen erstmal nur so vielleicht. Wir brauchen aktuell noch nicht so viel erstmal. Wir müssen halt noch viel farmen. Und dafür müssen wir uns erstmal in die Erde graben. Das können wir auch gleich von hier aus dann machen. Misskalkuliere gerade die ganze Zeit. Aber ihr darf es ja nicht reinregnen, sonst geht unser Lagerfeuer aus, wenn hier das Wasser drin steht. Weil ist ja logisch und so, ne? So. Da haben wir das Gröbste erstmal. Setze ich meine Flagge mal noch hier hin. Oh lol. Beste Taste an. Gut. Dann wechseln wir. Und ich sage mal, machen wir hier einfach auf. Das müsste zu wenig sein. Ja, einer. Einer fehlt. Damit die nicht unbedingt im Monster reinkommen. Weil man kann auch von unten Monster abkriegen. Und wenn es am Tag noch hell ist, kann man wenigstens hier noch schön Lichtern machen. Dann gucken wir mal, ob wir hier was Gutes finden. Erstmal schön die Skelette wegräumen. Die kann man später auch irgendwie konservieren. Also, quasi so aufsammeln und, wieder komplettieren. Oh, hier ist halt nur nix. Außer Erde. Nicht mal Kohle. Das ist ja enttäuschend. Da drüben ist halt Kohle. Oh, hat Kohle für Fackeln. Wir machen zweimal durch 4 Fackeln. Oh, Kohle und Holz. Aber das rentiert sich ja dann sonst nicht. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Da ist Kohle. Muss ich halt jetzt so durchgraben, dass ich auch wieder den Weg danach weiß. Oh, das dürfte erstmal ein bisschen Kohle sein. Ui, hier müssen wir aufpassen. Okay, es ist nicht sonderlich tief. Aber wir kommen halt nie wieder hoch. So. Man muss immer auch an den Rückweg denken. Komm, Kupfer. Komm zu mir. War das schon wieder dunkel? Sollen wir mit Fackeln anfangen? Allein schon, um unsere Feinde auch zu sehen. Wie den Schleim zum Beispiel. Ömel ab. Und wir ernsthaft nicht ran. Dann lasset das Fackeln beginnen. Bisschen sparsam damit umgehen. Dann wird das schon.
hat diese Fackel was Beruhigendes an sich. Vom Licht her so. Okay, wir sind jetzt schon tiefer. Man hört es an der Hintergrundmusik ein bisschen. Das Eisen. Ui. Also Fasern dürfen wir danach auf jeden Fall genug haben. Mit Fasern dürfen wir nie irgendwie scheitern, dass wir zu wenig haben. Okay, Sand. Sand ist auch später echt wichtig. Muss ja loser Schlamm sein. Oh oh. Wir machen keinen Schaden. Na gut, ist kein Wunder, wenn es ein Elektrovieh ist, dann wird Elektrizität keinen wirklichen Einfluss auf dich haben. What, what, what? Eieiei, das ist auch eine neue Fähigkeit, die gab es glaube ich vorher auch noch nicht. Nein, ich bin rausgetappt! Das ist unfair. Also eigentlich bin ich nicht rausgetappt, aber so ein Programm musste sich gerade dazwischen schieben. Weil ich dachte, das ist wichtiger als das Überleben. Das ist ja frech. Oh, das hat einfach die Fähigkeit von dem Boss. Finde ich jetzt aber nicht toll. Sieht das da unten? Nur eine kurzweilige Lösung. Spätestens nach ein paar Minuten oder so, wie spawnt das wieder irgendwo. Hat uns das dann auch nicht viel gebracht. Ist das Silber? Tatsache. Just take it. Ach Gott schon. Können wir es gleich weitergraben. Es hilft auch nichts, halt vom Hintergrund wegzubauen, weil wir sind schon zu tief in der Erde. Oh. Not even close, würde ich sagen. Das wäre nicht so tief gewesen. Aber hier scheint ein Tempel oder so zu sein. Oh ja. Da will ich hin. Das haben sie halt auch bei einigen Quests rausgenommen, dass du mit dem Scanner hier eine Lichtkegel hast. Sonst wäre einiges dazu einfach. Ich finde es praktisch, dass es hier uns gelassen wurde. Nur Verbände. Irgendwie nicht das, was ich erhofft hätte. Wir müssen es halt wirklich überall irgendwie runterbauen oder so. Damit wir immer Platz für einen Rückweg haben. Oh, Kupfer. So. Das wird erstmal mitgenommen. Da ist noch mehr. Oh na. Geh weg. Bist so sinnvoll. Ich hasse die Viecher, das dauert ewig, die zu bekämpfen. Es blockt halt einfach. Block halt mehr. Komm schon. Kopf hoch. Geht doch. Da war auch nochmal Kupfer dabei. Da ist eine ganze Kupferader. Ah,
Immer schön ein bisschen dodgen. Man kann ja nie wissen. Okay, das ist noch Stein. Oh, das ist, scheint wieder Tag zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir eigentlich für den Amboss brauchten. Oh, das ist Kohle. Kohle! Tschüss. Mann, nein, nein, nein. So. Wäre ungünstig gewesen, wenn es jetzt runtergesprungen wäre und wir wären mit ihm gefangen. Ich meine, du brauchst es nur anhätten, dann bleibt das bestehen. Aber trotzdem doof. Ich möchte mir keine Kohle mit ihm teilen. Meine. Alles meins. Magnesit, okay. Jetzt haben wir Sand. Und Kohle. Ich glaube, ich grab mir gleich noch einen Shortcut. Ach, komm schon. Gut, das heißt, wir haben schon mal Sand. Und viel anderen guten Kram. So. Haben wir hier einen kleinen Shorty. Als hätte ich es geahnt. Blei. Nice. Unlucky. Ich hab die Pixel mit. Fall. Und tschüss. Hab ich noch ein Hühnchen? Ja, wir sollten wieder langsam hochgehen. Wir haben nicht genug Essen mit, um jetzt hier eine lange Expedition draus zu machen. Aber wir müssten eigentlich fast genügend Kupfer haben für unser erstes Upgrade. Oder 10. Och Gott, wer hat das denn gebaut? Ich will meinen Doppelsprung zurück. Da. Dieser Sprung von den beiden, ey. Schön. Nicht schön an mir vorbei. Gekonnt. So, dank den Fackeln und manchmal auch ganz guter Bautechnik sieht das doch ganz gut aus, wieder hochzukommen. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso komme ich da jetzt nicht so gut ran? War auch albern. Immer noch zu hoch. Ich brauche für sowas eigentlich Plattformen, die ich hier nicht herstellen kann, oder doch? So, mach es gleich ordentlich. Genau. Perfekt.